Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4, Thief's End. So, weiter geht's. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Ja, ne? Und trotzdem willst du nicht? So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ein normales Leben. Ah ja. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. So, hier vorne? Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Was haben wir hier sonst noch? Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Was ist denn da? Ja. Was ist das, ein Software oder was? Da kommen sie, in Deckung. Und singelt. Ins Schwarze. Okay. Nimm das. Auch noch. Kann weitergehen. Ich hab grad keinen Plan, was ich überhaupt machen soll. Ja, zeig's mir. Und das. Friss Plastik. Hab dich. Ist grad so ein bisschen so. Keine Ahnung, oder? Was ich jetzt davon halten soll. Das ist normales Leben ist scheiße, oder? Kommst du runter zum Essen? Ja, ja, bin gleich da. Wie ein Profi. So, Schluss mit den Spielchen. Tja, das normale Leben. Ist doch nicht so gut für den guten Drake. Tja, normal life sucks, wa? Was ist das denn hier alles? So, okay, Badezimmer, Schlafzimmer. Aber wir gehen trotzdem mal runter. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Na bitte. Holen wir uns erstmal was raus. Thank you.
Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge weht, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand ein Rad gelegt. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Flüge in Bangkok. Flüge in Bangkok. Die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Wow, die legendäre okay. PlayStation 1. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot. Ja, das ist gut. Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur... Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Drehangriff! Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum
Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Oh, was ist jetzt los? Du okay, bist reingefallen. Ich weiß. Wie kletter ich raus? Du bist tot. Oh, unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Wer soll denn klettern lernen? Klettern hat mir immer geholfen. Zack. Zack. Okay, du hast es raus. Benutzt den Dreh. Nein! Oh, er springt nicht weit genug. Mit welcher Taste springt man weiter? Ist das Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Pass auf, die Grube! Eins, zwei... Ich pass auf, hab aufgepasst. Das Drehen nicht weh? Zack, zack, zack. Oh, zack! Super! Ja, oder? Was ist das, ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Ey, ich kann mich nicht konzentrieren. Warum zerstört ein Fuchs Kisten? Beuteldachs. Und er macht das eben. Fuchs, das ist nicht sehr realistisch. Oh, der arme Fuchs. Ey, hör auf, Mann, ich kann nicht. Hab ich den Rekord geknackt? Was? Ey, ich kann nichts dafür. Was war's? Ich musste lachen. Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Werden. Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Ja, yeah, Büroarbeit. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam. Langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten, das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Aber wie? Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, könnte oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst?
Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. So, liebe Leute, ich mache hier mal einen Folgenbreak. Nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Uncharted 4, Thief's End. Bis dahin, haut rein und tschüss.